Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Star Wars The Outlaws. Und ja, ohne lang zu schnacken, wir müssen in Jabbas Palast einbrechen, da unser Kompane Hoss, unser Niffler-artiges Wesen Nix, an Jabba verkauft hat. Besser gesagt, seine Spielschulden damit bezahlt hat. Hoss hat gar nichts. Ich muss jetzt los, Ankh. Ja, ich kann aber komplett nachvollziehen, dass sie so reagiert. Weil es ist mehr als ein Haustier. Es ist ein Kumpane. Und ist nicht cool, den dann einfach so wegzugeben. Huttenkartell, dürftig. Da haben wir Jabbas Palast. Das ist Jabbas Palast? Er ist riesig. Ja, den haben sie sehr gut getroffen. Ui, da wäre ich fast runtergeflogen, Leute. Man kennt's. Oh, ein Loading Gate. Gut, jetzt muss ich da nur noch rein. Schon imposant, muss man zugeben, oder? Da unten. Oha. So weit zu springen ohne die Macht, das ist beachtlich. Japanpa. Botofa yama bola dopa gardo. Ji sun subebo. Stimmt ja, ich hab gar keinen Detektivblick mehr.
Su da zakava simpa yama timka su otope. Huha graba govosta numa. Tinka splotchka no pata crancha. Okay, man kann auch leise vorbeikommen, okay. Wenn man alles bedenkt, lebt man hier echt gut. Nein, tut man nicht. Ich frag mich zwar, wie die mich jetzt sehen konnten, ich war schon an denen vorbei. Kein Wunder, dass es dürftig ist, wenn ich den halben Hutten-Clan auslösche hier. Keep holding Baku!
Oh, der ist abgestürzt oder so. Warum nicht? Selber schuld. Nein! Warum hat das jetzt nicht geklappt? Sind denn alle doof? Gee, tisa japanpa. Potofa yama bola dopa gardo. Okay, jetzt muss ich alles noch mal von vorne machen. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal, mich ranzuschleichen. Ich bezweifle es, aber vielleicht schaffe ich es. Dass ich diesmal so weit zurück musste. Sonst ist das sehr viel kürzer, der Weg nach dem Reset. Sliga Day. Okay. Jetzt scheint das Schleichen doch zu funktionieren. Bola, who has to patinka ta Gigi Coca? Ha! Oh, Gitinka Lord the Jabo Otto Kappa Ho. Huh? Gee, stupid! Okay, diesmal hat's geklappt. ND5, ich habe den Hintereingang gefunden. Ich gehe jetzt rein. Und wenn du nicht wieder rauskommst? Das werde ich. Unterschätze die Hotten nicht, Kay. Tue ich nicht, aber für meinen Freund tue Los ich alles. Kann Alarm auslösen. Ja, toll. Ich komme, Kumpel.
Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich gehe einfach mal nach unten. Sonst geht man immer nach oben. Ohne dich schaffe ich das nicht, nix. Ich gehe nach unten. Ob das so seine Richtigkeit hat? Bezüglich der Bemoa-Mönche. Denken Sie daran, dass die Bemoa-Mönche nicht gestört werden dürfen. Sie stehen weiter unter dem Schutz des erhabenen Jabbas. Was mit Kraka passiert ist, soll allen eine Lektion sein. Es gibt viele Schicksale, die schlimmer sind als der Tod. Bib Fortuna. Bin ich mal gespannt, ob ich den ausschalten kann. Nö, aber der ist zu dumm, um mich zu sehen. Aber wie kriege ich denn so einen Elektrostab? Weiß man nicht, ne? Krass, wie viel die aushalten. Aber kein Alarm ausgelöst. Mega Krach verursacht eine Explosion, aber keinen Alarm ausgelöst, weil das Alarmgerät kaputt ist. Okay, ich habe eine Tür geöffnet. Oh.
Ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein. Oder auch nicht. Hätte ich doch nach oben gehen müssen? Och nein. Kommt der oder kommt der nicht? Der kommt. Hier sollte der mich aber nicht sehen können. Okay. Wie gut, dass es immer menschengroße Schächte gibt. Egal in welcher Welt, die gibt es immer. Nein, das ist nicht gut. Oh Gott sei Dank. Takua, Chinolia Mabola Tasmaku. Sakikbo Kava Rika Hies. Sung Uba. Lokta Japris and Kuspache. Chimot no Papa Flita. Oh oh. Die Wache hat den Schlüssel. Tinkagula.
Wasser ist. Nichts wäre das einfacher. Ach, wo ist sie hin? Ich muss nichts finden, bevor sie ihm was antut. Das ging ja auffällig problemlos. Wo bist du, Nix? Hey, Boba! Da ist Boba Fett! Easter Egg! Da ist Boba Fett! Ist ja cool. Okay. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Der Palast ist riesig. Was will Jabba überhaupt mit Nix? Nerkaren sind sehr selten. Und Jabba ist ein Sammler. Ich würde davon ausgehen, dass du Nix in seiner Menagerie findest. Ich hoffe, es geht ihm gut. Oh, das muss Jabbas Küche sein. Und überall sind Ratten. Er muss einfach hier sein. Für Knochen. Ich dachte, Jabba sammelt Kreaturen. Da komme ich trotzdem nicht einfach so vorbei. Ich muss es riskieren. Oh.
Ja, wie soll ich das denn sonst schaffen? Jabba sammelt Kreaturen. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Ein Stab oder so? Keine Ahnung, wie der mich jetzt gesehen haben will. Was auch immer das jetzt geöffnet hat. Ach, da die Tür. Ah, okay. Ich wusste, es muss einen leisen Weg geben. Okay, die Schlüsselkarte habe ich. Neue Kreatur. Das Exemplar ist ein warmblütiges männliches Säugetier. 6 Kopftentakel, große Augen, ausfahrbare Krallen, einen Mund voller scharfer Zähne. Der Bestienmeister wurde gebissen und wird auf eine mögliche Vergiftung untersucht. Wir haben die Kreatur in einen Käfig gesteckt und werden ihr ein Fünftel einer Portion Brei und Fleisch geben. Wenn Jabba ihrer überdrüssig ist, verfüttern wir sie an Nexus. Bitte sei gesund, Nex. Bitte sei gesund. Nix? Bist du hier? Hier ist alles Mögliche.
fertig. Ich bin hier. Nix. So. Ich werde dich da rausholen. Oh. Stimmt ja, ich hatte auch noch eine Verbesserung, ne? Na, zu spät dran gedacht. Ich hoffe, ich starte jetzt wieder hier in dem Raum. Bin gleich da, Nix! Okay, das hat nichts gebracht. Halt durch, Kumpel! Ich hol dich da raus. Nix. Geht es dir gut? Hey, ich bin da. Ich bin jetzt da. Ich weiß, das passiert nie wieder. In Ordnung, Kumpel? Komm, verschwinden wir hier. ND5? Ich hab ihn. Ist er verletzt? Nein, ich glaube nicht. Moment. Hast du dir etwa Sorgen um ihn gemacht? Verschwindet einfach von dort. Leise. Wenn man euch findet, kann euch niemand retten. Na gut. Naja, leise dafür ist zu spät. Nee! Das spielt also nach Episode 5. Jabba. Richtig? Gut, mach keinen Fehler. Meine Crew hat einen Palast. Okay, wir überspringen diesen Teil. Ubagatinkerville. Chiwangatitoki Serekbesh Samagachisa. Also, wann wirst du mein Kopfgeld löschen? Hast du verdammter Verräter! Weißt du, das ist lustig. Wollte ich auch gerade sagen. Der Deal war, sie gehört mir. Serekbesh Tinga Huha Bitwana Jay? Micho Babasha Dojo Twisbo. Zieh mich hoch! Den schaffen wir! Was für alles? Tja, Hoss. Dich würde ich ja am liebsten da unten lassen. Na gut, der Rancor kann's ja nicht mehr sein. Den hat Luke ja schon geköpft.
Das hat Hoss verdient. Ganz ehrlich. Hat er verdient. Beweg dich. Halt die Augen, geh zu der Tür. Also, fliehen wir? Ja, Beth, wir fliehen. Oh. Kennst du einen Weg hier raus? Aha. Und du wirst mich mitnehmen. Aha. Und wenn wir draußen sind, lässt du mich gehen? Wir gehen zum Hangar. Da ist mein Schiff. Ach, das werte ich als nein. Warum kennst du dich hier so gut aus? Alle Syndikate denken doch gleich. Kennt man einen Verbrecherpalast, kennt man alle. Ha, gut zu wissen. Ha, was war das? Ich habe eine Ahnung. Wenn ich recht habe, müssen wir weiter. Sofort. Lass das nicht überleben! Juba Horko! Tanopa! Tauschikta! Ganz schön angespannt bin ich jetzt gerade. Ich schätze mal, dass es gerade, weil wir gerade ja auch Han Solo gesehen haben. In ja, einem Carbonit eingefroren. Das muss nach Episode 5 gespielt haben, weil dann muss Boba Fett ihn dahin gebracht haben. Also sind wir kurz vor Episode 6. Dann haben wir das jetzt zeitlich mal eingeordnet, weil am Anfang des Spiels dachte ich, wir wären Episode 4 danach so knapp, weil gerade davon geredet wurde, dass der Todesstern zerstört wurde. Aber wir sind Episode 5 kurz danach. Klingt, als käme es näher. Ja, Blitzmerkerin. Lauf weiter. Hat er etwa einen neuen Rancor? Ach, da geht's nach draußen. Tja, Vale, war lustig mit dir, aber... Nein. Es ist noch nicht vorbei. Na los! Nein! Das war knapp. Er hat einen neuen Rancor. Los, Beeilung! Wow! Ist das? Hey, Pale? Wie bist du? Was machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Lenk das Ding ab, ich mach die Tür auf. Okay, es ist realistisch. Ein Schlag und man ist tot. Bei so einem Viech ist das ja auch kein Wunder. Na los! Nein, 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 nein! Das war knapp. Ja, das haben wir gesehen. Klappen! Ergebt euch!
Mann! Weil die sich auf einmal duckt. Na los. Ja, das mit den Treibstofftanks, das habe ich auch gemerkt. Ich suche einen Weg hier raus. Lenk das Ding ab, ich mach die Tür auf. Gar nicht gut. Blaster können dem Ding nichts anhaben. Wir müssen es mit was Größerem treffen. Diese Treibstofftanks über uns könnten knacken. Ja, das hat ihm gar nicht gefallen. Jetzt lock ihn zur Tür. Genug. Mein Gott, ich hasse solche Level, ne? Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Oh, komm schon, das ist unfair. Mann. Weil es auch immer dreimal sein muss. Die Tür war immer noch nicht offen. Habt ihr gesehen? Belle, die Schiene klemmt. Kriegst du das wieder zum Laufen? Ich kann die Steuerung hacken, aber mein Huttisch ist angestaubt. Du musst das Vieh so lange abwehren. Oh, klar. Kein Problem. Das sollte es sein. Wenn du mit S mehr Gegner meinst, dann ja, das ist es. Ich dachte, Presen heißt Schiene. Die hören nicht auf. Ich dachte, Presen heißt Schiene. Nein, das heißt Tür. Du brauchst, Circuit. Weißt du was? Ich hab ne bessere Idee. So, ich hab's jetzt gehackt. Endlich! Genug! Ich hab... Doch, ach Mann, ey! Wir haben noch 9 Minuten Zeit. 8 Minuten, besser gesagt. 8 Minuten haben wir noch Zeit für das Level. Ach, Belle, die Schiene klemmt. Kriegst du das wieder zum Laufen? Ich kann die Steuerung hacken, aber mein Huttisch ist angestellt.
Ja, sag ich doch. Dreimal muss man das Ganze machen. Es ist wie immer. Gib endlich nach. Wow, gut gemacht, Kay. Der Strom ist weg. Was? Ich hab beim Hacken einen Kurzschluss verursacht. Du musst den Strom umleiten, damit ich das Ding wieder hochfahren kann. Hey, wollen wir Plätze tauschen? Nein. Wonach genau suche ich denn? Eine Art Kondensator nehme ich an. Er müsste einen Hebel haben, um das System neu zu starten. Gleich haben wir's. Ergebt euch! Jetzt! Mein Gott. Wonach genau suche ich, Vale? Eine Art Kondensator nehme ich an. Er müsste einen Hebel haben, um das System neu zu starten. Gleich haben wir's. Das werdet ihr bereuen. Ja, jetzt lauf los! Da passen wir durch! Vale! Gut gemacht! Los! Oh, echt jetzt? Natürlich. Also, du Punyu. Alles für Nüsse. Lass mich mit ihm reden. Erhabener Jabba, fangen wir nochmal von vorne an. Wir entschuldigen uns für die Beleidigung und erbitten eure Gnade. Und was die Bezahlung angeht. Abgemacht. Das Bestin-Gelände steht unter imperialer Kontrolle. Serek Besh und das Imperium? Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Hey, ich krieg das alleine hin. Ich brauch sie nicht. Wota Ubanichu no Liyamapit. Tun
Gamna Ubabola Marankor. Vincia Dubamiki. Ace Utugranta do Utrata. Ottima Bulla. Jabba, du bist ein fantastischer Mensch. Neue Freundschaften. Und da ist Han Solo. Ja, und mit diesem epischen Bild verlassen wir die heutige Folge eine Minute vor der Deadline. Perfektes Timing. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis die Tage.